Im Ziel kam meine Mutter schon jubelnd auf mich zu und da wusste ich, dass es gereicht hat. Und ich konnte es eigentlich gar nicht richtig glauben, vor allem im ersten Jahr Elite direkt dann mit den Titeln nach Hause zu fahren, bei schon starker Konkurrenz. Das war ein klasse Erlebnis und das werde ich sicherlich nicht vergessen. Und das ist das Rad, mit dem Träume wahr geworden sind. Das Rad, auf dem der junge Mann aus Hagelstadt bayerischer Meister im Zeitfahren geworden ist. Hinzu kommt noch ein guter vierter Platz bei der bayerischen Straßenmeisterschaft. Und das alles in seinem ersten Jahr in der Elite-Klasse. Ja, ich habe mir eigentlich schon viel ausgerechnet und da ich gut trainiert hatte, wusste ich auch, dass ich gut mithalten kann. Bei der Bayerischen Meisterschaft war ich jetzt auch mit meinem Teamkollegen unterwegs, der dann den Titel gewinnen konnte. Deswegen geht der vierte Platz auch in Ordnung. Und dass ich eigentlich dort schon weit vorne mitfahren kann, macht mich natürlich stolz und Hoffnung für mehr für die nächsten Jahre, dass dann auch weiter nach vorne gehen kann. Henry Ohlich macht eine Ausbildung im Spitzensport bei der Bayerischen Polizei. Der Polizeioberwachtmeister bekommt dort die Unterstützung, die er mit guten Ergebnissen zurückzahlt. Dafür trainiert er hart, oft mit seinem älteren Bruder Oskar. Das Jahr 2020 bestand hauptsächlich aus Training, da viele Rennen abgesagt worden sind. Die Saison war zwar kurz, die hat bei mir erst Mitte September angefangen, da wir vorher noch in Quarantäne geschickt werden mussten. Deswegen konnte ich erst spät einsteigen. Aber in diesen 5 Wochen Rennen habe ich mich erstens gut entwickelt und zweitens gut in Form gefahren und konnte dann auch Spitzenresultate einfahren, auch mit der Mannschaft. Und dieser Mannschaftssieg zeigt natürlich, was wir für eine Klasse als Mannschaft haben und das in unserem jungen Alter. Die Straßensaison ist jetzt beendet. Als nächstes plant Henry Ohlich Starts bei Crossrennen wie bei der deutschen Meisterschaft im Januar. Danach soll der Fokus aber voll und ganz auf der Straße liegen, denn seine Ziele sind hoch gesteckt. Ja, auf jeden Fall weiterzuentwickeln und vielleicht bei größeren internationalen Rennen mal gute Platzierungen einfahren, damit ich mich dann auch irgendwann mal für einen Profivertrag empfehlen kann. Henry Ohlich will 2021 weiter durchstarten und ganz nach vorne, auch wenn er sich heute bei unserem Dreh im Sprint seinem Bruder Oskar geschlagen geben musste.